In diesem Video werde ich zeigen, wie man Infopass-Formular als Inhaltstyp mit SharePoint verwenden kann. Für die, die nicht herausgefunden haben mit dem Titel, was ich meine, ich habe eine Dokumentenbibliothek und ich werde das Infopass-Formular, wie es hier zum Beispiel der Mitarbeiter eintritt, an die SharePoint-Bibliothek anhängen, dass ich das nachher ausfüllen kann. Bibliothek einsenden und mir das Formular nachher in diesem Mitarbeiterdossier abgelegt wird. Wie macht man das? Als erstes muss man wissen, dass es von InfoPath einen Filler und einen Designer gibt und die Anpassungen, die kann ich selbstverständlich nur im Designer machen. Ich starte den Designer, ich habe bereits das Formular geladen, habe ein paar Formularfelder eingefügt, habe mir das versucht, ein bisschen schön zu machen. Und es geht jetzt darum, dass ich die Optionen einstelle, sodass es korrekt funktioniert. Zu dem Zweck wähle ich bei File Publish. Publish auf SharePoint. Gehe den richtigen SharePoint-Server einstellen. Das muss einer sein ab 2010. Wenn es ein Vorgänger ist, braucht es einen Infopass-Forms-Service. Ich wähle Site-Content-Type und habe jetzt hier die Möglichkeit, einen neuen Content-Type auf dem Root zu erstellen. Das wette ich. Der Name ist Mitarbeiter-Austritt. Das ist okay. So. Kleine Bemerkung. Jetzt gehe ich definieren, wo das Formular soll publiziert werden. Das ist bei uns im Q4 drin. In dem mitgeltenden Dokument. Und bereits ist es drin, das tue ich beschreiben. Mitarbeiter Austritt. Weiter. Hier kann ich definieren, welche Formularfelder zusätzlich als SharePoint-Felder zur Verfügung stehen sollen. Ich möchte gerne noch das Austrittsdatum. Next. Publish. Jetzt geht das im Moment. Voilà. Und da steht mir jetzt ein neuer Inhaltstyp zur Verfügung. Als nächstes geht es darum, dass ich den Dokumententyp jetzt an eine Bibliothek einbinde. Ich wechsle zu dem Zweck in Browser, in die Bibliothek Mitarbeiter-Dossier und binde den ganz normal wie gewöhnt als Inhaltstyp dazu. Finde ich den jetzt hier bei den Infopass-Inhaltstypen und finde hier den, den ich jetzt gerade erstellt habe, für den Mitarbeiter-Austritt und hänge ihn dran. Als nächstes wollte ich jetzt noch schauen, ob das auch funktioniert. Files, New, Mitarbeiter-Austritt und das Formular wird mir hier angezeigt. Wenn jetzt Änderungen vorgenommen werden müssen, dann kann ich die vornehmen in Infopass und muss nachher nicht jedes Mal den ganzen Prozess durchmachen. Ich kann dann hier einfach auf Quick Publish drücken und sämtliche Einstellungen sind vorgenommen. Ein Detail, das ich noch zeigen möchte, das Formular, das ich abspeichere, das wird unter meinem Namen in der SharePoint-Bibliothek versorgt und wie der Name berechnet wird, das kann man einstellen. Dort habe ich am Anfang ein bisschen geknurzt und herausgefunden, wie man das macht. Das zeige ich noch schnell. Damit das super funktioniert, muss ich im Infopass bei Submit, Submit und Options einstellen. Da muss ich ein Formular Berechtigung geben, dass es überhaupt gesendet werden kann. Ich werde das nicht per Mail machen, sondern ich werde das in eine SharePoint Library abspeichern. Und ich gehe jetzt bestimmen, wo die Library ist. Da kopiere ich rein, wo das Formular so abgelegt werden soll, also in unserem Fall als Mitarbeiterdossier. Und da kann ich jetzt einstellen, wie der Name
von dem eingesendeten Formular soll zusammengesetzt werden. Als erstes muss ich gerade mal eine Funktion, und die heisst concat, und habe jetzt die Möglichkeit, hier den zusammenzusetzen. Und zuerst mit dem Nachnamen, dann möchte ich gerne einen Leerschlag und dann möchte ich noch den Vornamen dazu. Zum Schluss gebe ich der Datenverbindung noch einen Namen. Und mit Quick Publish publiziere ich das ganze Formular noch einmal an SharePoint Server. So, jetzt schauen wir, ob das Ganze noch funktioniert. Ich rufe das entsprechende Formular für einen Mitarbeiter Austritt auf. Fülle es aus. So, sagen wir per 1. Dezember. Schicke es an die Dokumentenbibliothek und es wird mir super angezeigt. Für weitere Fragen rund um SharePoint Online, Office 365, sind wir gerne bereit, Ihnen Auskunft zu geben.